Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In meinem heutigen Video soll es mal um ein dezentrales Wikipedia gehen. Viel Spaß beim Video. Ja, momentan ist es ein bisschen schwierig, wirklich spannende News zu finden. Und mir fehlt jetzt gerade zur aktuellen Woche ein bisschen die Zeit, mich tiefer in neue Projekte einzuarbeiten. Dementsprechend kommt jetzt ein Video, wo ich mich nicht so tief einarbeiten musste, was aber dennoch eine spannende Information ist. Und zwar, heute habe ich da mal so rumgeguckt und dann ist mir auf BTC Echo Folgendes ins Auge gestochen. Und zwar Everipedia, also wie Wikipedia, nur mit Token, Blockchain und Standortbestimmung. Ja, und da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil in meinen Augen ist das genau etwas, wo ich sage, ja, da brauchen wir eine Blockchain. Ja, Wissen dezentral abgelegt, ja, gegen Manipulation geschützt und ja, weg von dieser zentralisierten Wissenseinheit, wie Wikipedia zum Beispiel eine bildet. Ja, und jetzt kommen wir genau zum Punkt. Wie arbeitet Wikipedia zurzeit? Zurzeit ist es so, oder als Wikipedia 2001 gestartet wurde, war es so, da konnte jeder, und ist ja auch heute so, jeder User so seine Informationen reinschreiben. Das Problem ist, dass da viele falsche Informationen früher drin standen und deswegen Wikipedia eine gewisse Zeit lang einen schlechten Ruf hatte. Dann ist man hingegangen und es war per Gesetz so definiert, dass Wikipedia hätte entweder eingestellt werden müssen oder sie sorgen dafür, dass sie validen Content haben. Also hat man Mitarbeiter eingestellt, die dort jeden Beitrag prüfen und gucken, ist das alles, entspricht das der Wahrheit? Die lesen dann in alten Lexika nach und so weiter und so fort, recherchieren selber und validieren dann diese Informationen, die dort drin stehen. Das Ganze ist aber extrem teuer, weswegen Wikipedia gefühlt alle 2 Monate um 6 Millionen Euro bettelt. So. Und jetzt genau an dieser Stelle gibt es ein neues Konzept, eben Everipedia, die das Ganze mit einem eigenen Token abbilden. Und ich war mal auf der Seite, hatte mir das so ein bisschen hier angeguckt und eben zensurbeständig. Es bietet einen finanziellen Anreiz für die Leute, die, finanziellen Anreiz für die Leute, die eben Beiträge verfassen. Und es ist demokratisch, leider mit einem Proof of Stake. Okay. Sei erstmal dahingestellt, haben wir kein Problem mit, möchte ich mal so sagen. Und das Ganze über EOS Storage. Ich zeige euch jetzt Ganze, wie das Ganze läuft. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze läuft. Und zwar, hier hättet ihr mal so als Beispiel so einen Eintrag, den ein User verfasst hat. Und den könnte ich jetzt weiter bearbeiten. Ja, da kann ich jetzt hier sagen, hier, was er da reingeschrieben hat. Rockmusiken ist Quatsch, ich schreibe da jetzt Jazz rein. Ja. So in etwa. Ich glaube, ich kann jetzt hier nicht schreiben, genau, weil ich hier nicht angemeldet bin. Doch, kann ich sogar. Ich könnte es aber jetzt nicht bestätigen. Ich muss angemeldet sein, denn meine Änderung kostet eben diesen Token. Und dann ist es aber wieder so, wenn wir jetzt zurückgehen, seht ihr hier den Punkt abstimmen. Also Ansichten wäre jetzt genau einfach nur diesen Beitrag einzusehen. Ja, so sieht das Ganze zu Dan Housel dann aus. Der gute Dan. Und hier kann ich dann abstimmen und dann seht ihr schon, hier könnte man jetzt akzeptieren oder ablehnen klicken. Und der Verfasser dieser Informationen, dieser Texte, der muss eben auch reinschreiben oder der muss eben fürs Reinschreiben auch diesen Token bezahlen. Und den kriegt er wieder, plus er kriegt was wieder für die Leute, die seinen Beitrag mögen. Und dementsprechend ist der Anreiz groß, richtige und wahrheitsgerechte Informationen niederzuschreiben. Ja, und jetzt kommen wir. Also an sich, ganz kurz dazu, das ganze Konzept super, oder? Ich finde, die Idee dahinter ist toll. Ja, die Leute können abstimmen, Leute können davon profitieren, dass sie ihr Wissen mit anderen teilen. Die Daten sind demokratisch verwaltet und eben dank Blockchain nicht löschbar, nicht zensierbar und so weiter. Finde ich super. Finde ich, wenn sich das durchsetzt und langfristig funktioniert, fände ich das sogar noch besser als Wikipedia. Weil da kann bei Wikipedia weiß man nie, wer da ein großer Geldgeber vielleicht im Hintergrund ist und dafür sorgt, dass eine gewisse Information vielleicht auch verfälscht bei Wikipedia drin steht, was sich auch nur durch Wikipedia vielleicht belegen lässt. Ja, also solche Sachen. Ist in diesem Fall anders. Andersherum, und jetzt kommen wir zum großen Kritikpunkt. Zum einen, das sagt halt Bitcoin Echo auch, das zeige ich euch nochmal den Eintrag, diese Standortbestimmung. Das heißt, die wollen. Die Katze macht gerade Lärm. Sie wollen dafür sorgen, dass eben die Verifizierung, ob einer vertrauenswürdig ist oder nicht, auch damit zusammenhängt, wie nah er an dem Punkt ist, über den er spricht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt, hier ist das beschrieben, wenn ich jetzt als Inder über die Freiheitsstatue von New York spreche, hat das vielleicht nicht so eine Relevanz. Wenn ich da aber häufig zu Besuch bin, dann schon. Ich frage mich, wie wollen die das feststellen? Und vor allem, also Standortdaten, okay, ist der eine Punkt, aber wie wollen sie feststellen, ob ich da schon 10-mal war?
Und hier steht auch, warum der New Yorker Geschichtsprofessor in seinem Indienurlaub eine weniger glaubwürdige Quelle darstellen soll, beantwortet allerdings keiner der beiden Unternehmen. Und das ist eben genau das, was ich meine. Also das so ganz durchdacht wirkt das noch nicht. Die Grundidee hinter einem dezentralen Wikipedia finde ich super. Generell, was Wissensdatenbanken angeht. Ich frage mich halt nur, ob diese, vor allem diese Standortfunktion, ob das etwas ist, was wir gebrauchen können. Vor allem in einer zukünftigen Welt, wo man immer mehr von zu Hause, von seinem Computer aus macht und vielleicht in New York quasi arbeitet, während man in Deutschland in seinem kleinen Büro sitzt und vielleicht total Ahnung von irgendwas Wirtschaftlichem hat, was dort passiert oder von irgendeiner Fertigung in irgendeinem, ich sag mal, Industriesektor, aber meine Aussage trotzdem nicht als ausreichend valide gilt, weil ich eben in Deutschland sitze mit einer deutschen IP. Sowas zum Beispiel kann ich mir als sehr schwierig vorstellen. Ich weiß nicht, ob das schon in Stein gemeißelt ist oder ob sie es noch wegbekommen. Ich finde auf jeden Fall dieses Thema dezentrale Wikipedia finde ich interessant. Und in der Tat, normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, aber warum braucht man denn wieder einen eigenen Token? Ja, weil ich das einfach in vielen Fällen nicht verstehe. In diesem Fall finde ich es aber sehr interessant, denn der eigene Token ist an den Wert dieser Seite gekoppelt. Und zwar dadurch, dass man ihn dort zum Bezahlen braucht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann nimm doch direkt hier wie da EOS oder Ethereum oder sonst was. Das Problem ist aber, dass Ethereum im Wert variiert. Und jemand, der vielleicht, sag ich mal, ja, jetzt entlohnt wird für irgendwas, was er macht und in Zukunft dadurch sau viele Tokens hat, wäre vielleicht auch in der Lage, viele falsche Informationen zu streuen. Ja, und das ist so die große Gefahr, die ich da sehe. Generell ist das aber auch genau meine Kritik an diesem Projekt mit dem Proof of Stake. Weil Proof of Stake wissen wir immer, wenn angenommen eine Exchange, wo dieser Coin oder Token gehandelt wird, wird mal gehackt, dann hätte eine Person eben einen riesen Anteil dieser Tokens und damit mehr Abstimmungsmacht im Netzwerk. Ja? Das heißt, in diesem Fall, und das ist eben mein Kritikpunkt, diese Abstimmung, die man machen kann, die kann ich dadurch verfälschen, dass ich vielleicht viele Token besitze. Ein Bot schreibe, meine Tokens auf viele Wallets verteile und viele Wallets die Abstimmung für Yo ist valide treffen lasse. Und das sind so Sachen, da muss ich sagen, ist in meinen Augen das Konzept noch nicht so wirklich durchdacht. Da fehlt mir noch ein bisschen was. So die Idee dahinter finde ich super, keine Frage. Als Endprodukt glaube ich nicht, dass sich das irgendwann mal so weit durchsetzt, dass es in Wikipedia verdrängen könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Wikipedia vielleicht mal so ein Konzept bei sich einbaut. Ja? Aber wenn man es mal andersrum sieht, man könnte auch in Wikipedia mit einem Geldsystem als Belohnung machen und dass man, wenn man einen Beitrag verfassen möchte, was ich 5 € zahlt und die zurückbekommt, wenn der Beitrag als valide abgegolten ist. Also quasi genau das gleiche, was die jetzt mit dem Token machen. Dementsprechend, ja, ich kann mir sowas mit einem Token vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Wikipedia auch ganz bewusst nicht so ein Bezahlsystem oder so ein Gegenwertsystem dort reingebracht hat. Ja, und ich weiß eben nicht, ob das in diesem Fall der richtige Schritt ist. Es bleibt abzuwarten. Ich finde das Projekt auf jeden Fall spannend und ich hoffe auch, dass, ja, dass ihr mir da mal ein paar Kommentare dazu dalasst, wie ihr die Sache seht. Ja? Würdet ihr, ich sag mal, wenn ihr eine valide Info sucht und schaut und Wikipedia sagt da was anderes als diese Seite und diese Seite sagt anhand der Abstimmung, das ist aber gültig, wem vertraut ihr dann? Also vom Gefühl. Stellt euch jetzt mal irgendein Thema vor, was ihr sucht, was ihr. Irgendeine Frage, welchem dieser beiden Seiten würdet ihr zum aktuellen Zeitpunkt dann mehr vertrauen? Das wäre so meine Frage, ne? Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich nächste Woche ein bisschen mehr Zeit finde, ein bisschen zu recherchieren und werde euch dann auch nochmal das ein oder andere Projekt vorstellen. Gerne können wir auch nochmal die Tage einen Livestream machen. Habe ich sowieso Bock drauf. Finde ich immer super spannend, mit euch direkt zu sprechen. Finde ich toll. Okay, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal einen schönen Feierabend, einen schönen Abend, und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.